Reise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Hyrule ist mit dabei. Lana. Nein. Hey Lana. Okay, Entschuldigung. Dance Smash! So. Genau, du willst ja mitspielen. Ja. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Bleibst du das mit demselben Kostüm oder machst du ein anderes? Ich bleib bei dem. Das ist in Ordnung. Ist mir wieder verwunderlich, dass Ganondorf mal lange und mal kurze Haare hat. Er muss echt ein Saiyajin sein. Weil wir im letzten Part noch nicht genug Lana hatten. Okay, sie hat nichts Stärkeres. Schade. Ganondorf's forces had defeated the Hyrulean army and wrenched the Triforce of Power from Lana's grasp. Hast du mir das Triforce weggenommen? Yet the other two pieces remained with Link and Zelda in Hyrule Castle. If Ganondorf could take the castle and complete the Triforce, Hyrule would be at his mercy. He readied his army for a siege. Meanwhile, Zelda's forces stood ready to defend their home at all costs. Link stood at the head of the army, the shining Triforce of Courage inspiring his troops. This battle would decide Hyrule's fate. Would the light endure? Or would darkness spread to every corner of the land? The next moments would decide. Das Bild sieht so komisch aus. Rappapapidipapum. Einfach drauf. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Mhm. Ebene von Hyrule. Vielleicht. Ich verzieh mich hier hinten lang und räum von hinten auf. Immer von hinten. Was das komisch, Lana ist in der Helden- und in der Gegnertruppe. Ich kann unterscheiden, ich habe das Horror-Kid-Kostüm an. Ich mag das Horror-Kid-Kostüm. Ich mag meinen Würfel. Ja, den mag ich auch. Also Lana, ihren Würfel, nicht deinen. Gut, dann gehe ich mal weiter runter. Da ist Girahim. Musst du Girahim? Zack. Boah, voll in die Bombe reingeschleudert. Sehr gut. Verdient. Und zack, ihr dummen Soldaten. Krabums. Krabums. Krabums, ja. Pokémon? Jo. Was ist das angehört hat? Festungskommandant? Festungskommandant. Yeah. So, da lernen die Soldaten mal fliegen. Oh, da vorne ist Link. Los, Lana, mach deinen Geliebten Platz. Ach, Mann. Geber. Wie er cool tut. Der Held, Link. Ach, Link, der kleine Poser. Aber voll. Ich hol mir den Vorposten. Ich habe mir den Vorposten geholt. So einfach geht das. So, jetzt wieder zurück und die Südfestung wird mein sein. Und zwar genau jetzt. So. Ja, man sieht dich da hinten mit Link kämpfen. Ja, wir haben eine kleine Ehekrise.
Männerschläger, ey. Ey, wenn es schon Frauenschläger gibt, muss es auch Männerschläger geben. Gleichberechtigung für alle. Gleichgerechtigung? Gleichgerechtigung, jawohl. Link hat sich zurückgezogen. Was ein Feigling. Was ein Feigling. Oh, Feigling. So viel zum Thema Held. Ja, das ist ein Held, der jeden gefällt. Der Typ ja gerade bei mir auf Wiedersehen gesagt. Was? Ich habe auch gerade auf Wiedersehen verstanden. Wieso gibt's hier eine Sprachausgabe und wieso weiß ich davon nichts? Das ist mein Posten. Der gehört mich. Das ist mein Pfosten. Oh, du hast den Felsen zerstört. Darunter war nur ein roter Krug. Lame. Was ist jetzt eigentlich die Aufgabe? Da oben blinkt was. Da sollten wir eventuell hingehen, wenn wir das schaffen. Wenn? Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich längst Millionär. Oh yeah. Ja, du kannst mich mal. Ich hab keinen Bock auf dich. Aber hier! Bums. Und Bums. Ey, das sah brutal aus. Ein bisschen. Krawupp. So. Die gehört jetzt auch mal uns. Ich entscheide mich jetzt mal spontan dazu, Santo zu helfen. Dass der auch mal vorankommt. Weil er gerade so der Meinung ist, jeden einzelnen Gegner hier platt machen zu müssen. Kommt mir bekannt vor, das ist auch so meine Taktik. Mache ich aber auch nur, wenn ich trainieren soll. Aber du musst ja nicht irgendwo hinkommen, um dass die Story weitergeht. Ja, klar. Ach, lauf doch weiter, Santo. Ich hab einen G-Fehler. Ja, bestimmt. Weiß man's? Ich bin Verletzung aus der letzten Schlacht oder so. Ach, dann bist du ja. Wo bist du mittlerweile, Santo? Ach da, noch keine 5 Meter weitergekommen. Wo bist du mittlerweile, Salando? Schrei vor Schmerz. Oh, renn bitte mal 5 Meter weit. Das wäre so geil. Also nicht so viel von mir. Oh, jetzt rennt er aber. Alter Schwede. Okay, jetzt sind wir stehen geblieben. Ah, das Tor ist endlich mal offen. Yay, endlich mal weitergehen. Nix. So, ich geh schon mal hier rein. Können wir die nördlichste Festung eigentlich hin? Ja, die sieht offen aus. Dann gehe ich da mal hin und räum dort mal ein bisschen auf. Okay. Na, mach das. Ein bisschen den Dreck hier beseitigen. Ach, da kommen sie schon. Die erwarten mich hier schon freudig. Ja, da hat sich ein Mädchen angekündigt, ein süßes. Das ist aber faustdick hinter den Ohren hat. Zack! Mit des. Das wird jetzt Imper rückt Richtung Quelle der Göttin vor. Oh, ein Markus. Oh, da unten, da kommst du da hin? Nee, da, ich komme da eher hin. Ich bin. Moment, mache ich gleich, mache ich gleich. Ich habe hier den Festungstypen. Oh, cool. Alles true. So, und dann kümmere ich mich mal um Imper. Potz. Oh, wieder ein weiteres Herz zum Essen. Ja, yeah! Eine kleine Mahlzeit.
Hard to go. Knoppers. Das ist die Zelda-Knoppers-Version. Nee, da komme ich gar nicht hin. Weil die Touren zu sind, da kommst du viel schneller hin. Okay. Fuck, das sehe ich jetzt erst. Ich komme wieder. Die kleinen Typen im Norden. Dann mache ich da eben weiter. Okay, ich schicke meinen Meister dahin. Das denken die sich. Nein! Nicht der! Bleib hier, du siehst wenigstens gut aus. Sehe ich etwa nicht gut aus? Ich mit meinen Mace, wenn du Laserschwertern. Ja, guck dich dir doch mal an, ey. Ja, schon. Die sind nur etwas aufgepimpt worden. Pimp my Lichtschwert. Pimp my Lightsword. So, Mission complete. So, ich habe deine Aufgabe zu Ende gebracht. Sweet. Ja. Ach, der ist da. Okay, gut. Ich mach mal in Südosten weiter. Mhm. Dann werde ich ein bisschen Link verprügeln. Ich hab ihn doch schon verprügelt. Schloss Hyrule ist offen. Ach, jetzt kann ich da durch. Okay. Ich war gerade mein Special Move machen. Hallo. Sie kann fliegen. Sie ist ein Saiyajin. Ja, blond ist sie ja. Sie ist ein Super Saiyajin. Ein dreifacher Super Saiyajin. Böse. Die Prinzessin von Hyrule. Zelda. In Klammern SSJ3. Genau. Ich will, dass du das im Video einfügst. Mal gucken. Wie viel zahlst du dafür? Ich bin gerade nicht flüssig. Du bist fest? Ja. Nee, ohne Scheiß, jetzt für den Rest diesen Monats habe ich so gut wie gar kein Geld mehr. Jetzt die Fahrt hierher, das hat jetzt quasi das letzte aus meinem Geldbeutel gequetscht. Selbst für den seltensten Amiibo hättest du kein Geld. Wenn du den nur einmal bekommen könntest und dann... Oh. Dann würde ich zur Not an mein Sparbuch gehen. Und dann kostet der 1 Euro mehr als du hast. Dann müsste das aber eine verdammt teure Amiibo sein. Stell dir mal vor, irgendjemand kommt auf die Idee und bastelt ein N-Smash-Amiibo. Da könnte ich mir Lina Flair gut vorstellen, die Freundin von Luxdark Link. Die hat ja schon mal eine Luxdark Link-Amiibo für Marcel gemacht und eine German Let's Play-Amiibo, glaube ich. Aber die Marcel-Amiibo, die sah schon cool aus. Oh, Zelda, jetzt verpuff mal, damit ich dein Item bekomme. Weil Link, der läuft da gerade hoch. Komm schon, Zelda. Ich will dein Item. Komm, Prinzessin. Prinzesschen. Oder sie will mir ihr Item nicht geben. Nee, will sie nicht. Scheiße. Oh, jetzt muss es aber schnell gehen. Ich muss mal das Kabel rausnehmen. Das ist jetzt fertig aufgeladen, das Gamepad. Jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Okay. Ich bin schon hinter Link her. Ich räume mal in Schloss Hyrule ein bisschen auf. Okay. Hallihallo! Ich hab euch eine fette Bombe mitgebracht. Zelda wurde wiederbelebt, was? Ach stimmt, da war ja was. Hau mal Zelda kaputt. Zelda! Genau, du rennst gerade auf sie zu. Fertig. Weil du mir Linke weggeschnappt hast. So, Link ist down. Warts. Ich mag meinen Würfel. Special Move, das dürfte jetzt hoffentlich reichen. Jo. Gut, das haben wir geschafft. Los, gib mir deinen Gegenstand.
Endlich! Alle drei Teile! Von Star Wars Episode 1, 2 und 3! Yay! Ich kann doch erstmal einen Schluck trinken, wenn du willst. Ja! Zum Glück muss ich das jetzt nicht synchronisieren. Hihihi! Stell dir mal so einen oberbösewichtigen Ganondorf vor, der macht so hihihihi. Ha ha ho. Ho ho ho. Copyright bei Weihnachtsmann. Copyright bei Weihnachtsmann. Ja, genau. Der vorletzte Kampf. Wow. Gut, dann will ich einfach mal sagen, das war euer Kern und... Nintendo Smash XD. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wobei, wir haben noch wir sind erst bei 15 Minuten. Komm, den kriegen. Wir haben ja gesagt, bei unter 20. Dann wird der Part ein bisschen länger. Ja. Okay, streich das Tschüdelü und so weiter. Genau, jetzt musst du, genau. Und ich muss. Warte. So. Wie oft haben wir Link jetzt schon letztens gesehen? Also als Spieler. Sehr häufig. Wir haben Zelda kaum gesehen. Dann machen wir die gute Zelda. Wir machen die gute Zelda. Ja, wir machen die gute Zelda, ja. Das wir machen uns jetzt einfach mal eine Zelda. Genau. So, und ich werde... Yay! Hab ich auch noch nie genutzt. Nehmen wir mal Tetra. Wow, nee, doch nicht. Level 1. Pff, du wirst sterben, aber so ist von. Wäre keine so schlaue Idee. Gott, Tingel. Ich nehme die Blechbüchse. Lichtbonus, komm. Ganondorf had assembled all three pieces of the Triforce. With its unlimited might, he summoned ever greater hordes of monsters. Seeing that the battle was won, Ganondorf vanished from sight. When Zelda learned of the Demon King's disappearance, she saw a thin ray of hope. If the remaining Hyrulean army could defeat Zant and Ghirahim in their master's absence, perhaps there was a chance. Taking the fight to the enemy's stronghold in Gerudo Desert, Zelda was determined to end the war before the day was through. Die Firma dankt. Jo. Da gibt es mehr oder weniger auch nur einen Weg. Der eine hoch, der andere raus. Rechts. Wie auch immer. Schon wieder die Wüste. Schon wieder die Würste. Hey! Listen. Jetzt laufen hier eigentlich zwei Zeldas rum. Du bist ja in der Rüstung, in so einer fetten, von daher. Ich sag ja eigentlich. Ich finde Zeldas Laufanimation irgendwie ziemlich nice. Das würde ja auch ein bestimmter Nintendo-LPR sein. Ich meine, es sieht nicht so bescheuert aus wie der steife Laufstil von Link. Als ob er einen Besen im Hintern stecken hätte. Okay. Da ist Ghirahim. Ghirahim. Oh. Zira himself. Link und Lana dürfen nicht fehlen. Fliehen. Sie dürfen nicht fehlen, ja. Oha, Moment. Zack. Tschüss. Boah, direkt vor ihm die Lichtpfeile abgefeuert. Warte besiegt. Okay. Gehen wir mal in die Festung. Sag dort mal Hallo. Mach das. Hallo. Hi. Verfolgen wir Ghirahim. Jetzt muss ich erstmal hier. So, Festungskommandant erschienen. So, jetzt kann ich Ghirahim verfolgen. Danke. Oh Gott, hier ist ein Huhn. Lass mich in Ruhe, Huhn.
Da bist du ja, Jiraim. Jiraim. Upsa. Zack, Festungsmann, wo bist du? Ist ein Jiraim. Wüstenhitze setzt Lana zu. Tschüss. So, Jiraim ist besiegt. Festung ist eingenommen. Ja, hier nehme ich jetzt auch mal eben wieder eine ein. Boah, wie viele Gegner ich gerade in meiner Ulti habe. Ich habe die halbe Festung in der Ulti gehabt. Nicht schlecht. Kriegt nicht jeder hin. Das habe ich noch nie geschafft. Santo wurde gesichtet. Der ist in deiner Nähe. Den überlasse ich dir da mal. Santo, da ist er ja. Oh Gott, ein Huhn ist auch noch in der Nähe. Das sieht gerade so komisch aus. Oh fuck, oh fuck. Ich versuche mal in diese eine Festung da zu kommen. Mit der blauen Flagge. Tu das. Schaffe ich von da aus nicht, kacke, weil der Turm zu ist. Der Turm, das Tor. Ach, da komme ich. Ach, ich muss ganz außen rumlaufen gerade. Alter! Au! Ah, du dummes Kind! Da komme ich nicht durch! Da auch nicht! Fuck! Da musst du ganz schnell rein. Hä, ganz links? Links, ganz links, mit der blauen Flagge, da ist Hilfe vonnöten. Ganz dringend. Okay, okay. Lauf, Zelda! Mit deinen eleganten Beinchen. Ohne dass Lana Hilfe braucht, ey, hier bei den fetten Gegnern. Ich muss mir erst in der Festung den Weg durchklopfen. Weil die Tore alle verschlossen sind. Stufe erhöht. Und ich schieß voll daneben. Jetzt aber. Richtig. Ach, die Festung gehört jetzt uns. Tschüss. Die Tore sind auf. Alter, ich komme hier gerade nicht vorwärts. Ja genau, setzt die Attacke in den Berg. Hast du gut gemacht. Komische Phantom-Zelda. Die liegt da einfach nur. Let's get ready. Let's rumble. Let's leak. Das
Auch wieder fast nur Weiber, nur der Gorono, der ist männlich. Hi. So, die gehört uns. Festung gehört uns auch gleich. Sehr gut. Zack. So. Tschüss. Ich verziehe mich mal nach da unten. Da will nämlich anscheinend jemand vorrücken. Okay. Jetzt habe ich da gerade so Pfeile gesehen. Vorposten. Den hast du gekauft, oder was? Ja. Hast du auch die Quittung? Nein. Das ist nicht gut. Das ist mir scheißegal. Okay, hier will keiner vorrücken mehr. Das heißt, ich verzieh mich mal wieder nach da oben. Das ist ja gerade auch ein Spaß. Ja. Sieht aus, als ob Zelda zum Super Saiyajin wird, wenn diese Attacke kommt. Wow. Okay, hier gibt's wohl nicht mehr viel zu tun. Ja, ich bin gerade dabei, hier diese Festung einzunehmen. Was ich jetzt auch getan habe. Sehr gut. Und zack. Finde Giaim und Santo. Wo können die Schweine sein? Wir haben beide gleichzeitig so einen Zauberer mit so einer Ulti-Platt gemacht. Super Saiyajin! Nach ganz da oben in die Ecke. Ich vermute dann nämlich einen von denen. Ja, Giraim ist hier.
Müsstest du nur Zonto finden. Okay, hat sich erledigt, der ist hier. Okay. Brauchst du Hilfe? Momentan nicht, nein. Aber wenn du schon eher auf dem Weg bist, kannst du ruhig mitmachen. Ja. Super Saiyajin! Und... Wow. Oh, Alter. Gut, das haben wir auch geschafft. Yay. Gut, wir stehen jetzt vor dem letzten Level. Die beiden Zeldas rennen zusammen. Ja. Ich hab auch so eine coole Rüstung. Du kriegst sie nicht! Nein. Die hat so viel gekostet bei H&M! Oh, hier ist noch. Da haben wir. Oh, hab ganz knapp eingesammelt. Oh Gott. Boah, bei über einer halben Stunde sind wir jetzt. Das reicht aber auch. Mhm. Dann diesmal aber wirklich, das war euer Kern und der Endsmash. Mit Hyrule Warriors. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.